Tote Menschen. Was machen die da, die Schweine? Die sind am Feuer. Aber komisch, wer hält das Feuer am Leben? Seltsam, gell? Das im Zelt liegt einer. Hier liegt ein bisschen Essen, aber... Ja, gut. Schade, nichts Besonderes. Ne, Webhands. Bestimmt ist in irgendeiner Garage eine Waffe. Wir sind doch über den Amis wahrscheinlich, oder? Stimmt, hier muss so eine Panzerfaust direkt irgendwo in so einer Schuhschachtel liegen. Guck mal, hier ist auch eine Garage. Hier muss doch was sein. Das kann ich mir hier bei den Affen gar nicht vorstellen. Ich sehe deinen Namen gar nicht. Ah, da hinten. Durch die Wände sieht man den Namen nicht, kann das sein? Hm, das kann so sein. Jetzt sehe ich. Tatsächlich. Have you a weapon gefounded? Nee. Was ist eine Weapon? Boah, Achtung, Überlebender. Echt? Hinter den gelben Schulbussen habe ich ihn gerade hüpfen gesehen. Ich sehe dich nicht mehr. Bist du hinter mir? Ich bin ich bin wieder vor der Garage. Okay, ich komm. Ich sehe dich. Ich bin rechts, ich bin links von dir in dieser kleinen. Hier bin ich hier. Da vorne sind doch gelbe Schulbusse, da ist gerade einer hochgejumpt. Scheiße. Ey, wir haben keine Chance, wenn er eine Waffe hat. Da vorne ist aber dieses fette Gebäude, diese Kirche oder diese Burg. Da wäre ich gerne mal reingelaufen, aber das ist natürlich jetzt gefährlich, ne? Ja, die laufen da hinten hüpft. Das ist aber kein Spiel, das ist nur ein Viech, oder? Da ist nämlich schon wieder was gehüpft. Manchmal hüpfen diese Roten und die sind auch ziemlich leicht zu killen eigentlich. Ich hab's nicht genau gesehen, ich habe nur kurz hinterm Bus, hat was einen Millimeter kurz gesehen, so flipp, dass da irgendwas gejumpt ist. Kann natürlich auch ein Viech gewesen sein. Links von uns ist auch nochmal so ein Feuer, möglicherweise. Oh, ich hab was gehört. Vorsicht. Ducken. Da hörst du das? Das sind die Viecher. Oh. Hinter dem Bus muss irgendwas sein. Sollen wir Richtung Feuer erstmal tingeln? Ja, ganz langsam. Ich behalte aber trotzdem mal hier alles im Auge. Aber man sieht ihn aber nicht. Also da hab ich irgendwas gehört, ne? So, Also hinter den Bussen ist definitiv was, aber es kann sein, dass es sich schon wieder entfernt. Da links hüpft was bei dem man sieht das, den Rauch, den schwarzen Smoke, da ist wieder irgendwas. Guck mal, man kann einfach durch diese Zäune hier durchgehen, ziemlich cool. Oh, links von uns, da. Oh, genau da ist eins gehüpft. Scheiße. Okay. Ich glaube, die haben uns schon im Visier. Fuck, ey, die hüpfen um uns drum rum wie so Geier. Oh! Achtung. Okay, cool, ey. Denk dann kurz bewegen, dass er dich nicht schlägt. Jetzt. Okay. Hinter dir? Ja, jetzt ist er dran, ja. Okay. Weiter geht's. Ich bin Level 2 gedingst, ich mache kurz einen Skill, dass ich blocken kann. Ich laufe schon mal Richtung dieser Basis. Ja, da ist oft was Geiles, aber manchmal auch so ein riesiges Viech, pass auf, weil ich glaube, wenn uns so eins jetzt begegnet, da bräuchten wir auf jeden Fall eine Waffe. Oder zumindest ein stärkeres Schlagwerkzeug. Hello, ist da jemand? Is there somebody in this truck? Is there somebody in this Zelt? Hello? Hello Zelt, what's going on? Scheiße, sieht schlecht aus, nichts. Vielleicht auf dem Auto drauf, auf der Ladefläche. Full Jumble, wisch? Nix. Okay, auch nichts, dann lass mal in das Gebäude gehen da vorne. Okay, was das für ein Pech. Das ist doch so ein perfekter Sniperpunkt eigentlich, oder? Ja. In so einem Gebäude drin? Ich könnte wetten, also, da ist ein Spieler drin. Da war einmal dieses Nether Search, da bin ich reingelaufen und habe aber nichts drin gefunden. Keiner weiß, was dieses Nether Search ist. It's so spannend. Oh, rechts, siehst du das da? Das ist wieder so ein Platzen da, oder? Mhm. Oh, können wir eigentlich auch erledigen. Sollen wir? Ja, komm. Pass, guck aber erst, ob was in der Nähe ist, nicht, dass so ein Schreihals da ist. Na, es sieht gut aus. Und dann bring ihn mal zum Platzen. Oh. Ja. Platz, Bitch! Du hast gedroppt? Nein. Hier liegt Munition, ja! Achtung, noch einer! Platzer. Ja gut, ist nur so ein Platz für sie. Dann kannst du ihn machen. Hey, Bitch! Und noch einer sogar. Oh ja, da links. Oh, die sind aber echt einfach. Die könnte man uns eigentlich immer holen, wenn es safe ist. Weil wenn die mal was droppen... Wenn was zu essen oder so, weißt du? Habe ich Level 2, dann werde ich das gleich mal hier in meinen Charakter rein investieren. Ganz strenge Melee. Vielleicht Melee? Update ein bisschen. Zack. Ich habe es mal in die Melee Power gemacht, weil ich denke, Melee ist am wichtigsten, ne? Wenn man Zombies tötet. Ja. Hinter dem Auto ist noch einer. Oh, ey, fuck. Das hört ja gar nicht mehr auf. Vorsicht, zwei ganz schlimme Sachen. Der hat mich ein bisschen erwischt, seine Platzerei. Und da vorne ist ein Riesenviech. Das killt uns, wenn es uns sieht. Okay, dann lass mal in das Gebäude rein. Ja, genau neben dir ist auch noch so ein Platzer. Oh Gott. Bin ich gerade erschrocken, ey. Aber die sind ja so langsam, da kann man selbst im geduckten Modus kann man gut flüchten. Ja. Au, jetzt hat er mich auch erwischt, der Bastard.
Okay, wie die, hat er was gedroppt? Ich habe nicht geguckt, schau mal bitte. Nein, er hat nichts. Geh mal rein, geh mal rein. Wo bist du? Ich habe gerade versucht, übers Fenster reinzuspringen, geht nicht. Hier drüben bei mir ist, glaube ich, einfach ein Eingang. Oder sind die beide zugenagelt? Die sind verbarrikadiert, glaube ich. Hier, der ist offen, bei mir. Siehst du mich hier? Ja, ja, ich sehe dich. Hier ist einer offen von den Zweien, die da sind. Da haben wir so viel Munition. Aber keine Waffen. Da liegt noch mehr Munition, warum? Wir müssen einfach Munition schmeißen. Ja, da liegt eine fette Wumme. Die nimmst du am besten, du als Kameramann. Guck mal hier links. Ja, hier ist noch ein bisschen Ammo. 9 mm. Was liegt denn da bei dir? Vorne ist nochmal. Ah, okay, du hast schon im Visier. Ah, das ist Schrotflintenmuni. Nimm dir erstmal die fette Wumme, die da hinten liegt, bevor einer kommt. Siehst du die da hinten rechts? Oh ja. Richtig was? Dickes Teil. Da ist schon Munition drin? Oh, Achtung, Achtung! Boah! Kannst du das abknallen? Ich sehe nicht. Oh fuck! Oh. Scheiße! Scheiße, hat mich gelegt, der Wichser, ey! Ich sehe nicht, der muss weiter weg sein. Der stand gerade eben hinter dir. Das nein, Mann! Ich habe gesehen, von wo die Schüsse gekommen sind und habe einfach in die Richtung geguckt. Hat er dich gekriegt? Ja, er hat mich gekriegt. Fuck. So ein Wichser, genau ey. Jetzt, wo wir die Scheiße... Man verliert auch die Punkte, ne? Ich sehe Mili 0%. Ja, das ist dann komplett weg. Ach, aber dein Geld Mann. Behält, das Geld verliert man so Stück für Stück, aber man hat's halt. Also mit jedem Mal sterben verlierst du ein bisschen Geld. Ich habe jetzt 362, Lorn. Ich könnte uns eigentlich jedem noch für eine fette Wumme kaufen. Okay, also, warte mal, wo ist unser Motorrad? Ist... Da unten links, vor dem Outpost. Mann, ey, wir haben so eine... Das war echt eine richtig geile Waffe. Da war sogar reichlich Munition drin. Da müssen wir irgendwie wieder zurück. Auf jeden Fall gehen wir in die Burg rein. Ich glaube, da liegt immer was drin, weil so ein fettes Gebäude... Wir gehen da jetzt doch mal rein. Also, es wäre gut, wenn wir zumindest eine Pistole oder sowas finden würden. Ich glaube, wir sind sehr weit auseinander, oder? Also, weit weg von der Burg, meine ich. Ja. Ich komme zu dir. Ich komme erstmal zu dir. Oder wir treffen uns dann in der Mitte. Sollen wir uns da bei Museum Outpost treffen? Ja, können wir machen. Dann pirsche ich da mal hin. Aber es ist schon richtig geil, wenn man sich ja erstmal gefunden hat, zusammen rumläuft. Das ist voll Oh, fuck. Hinter mir ist irgendwas. Man muss es einfach einmal schaffen. Boah, ich sehe gerade, da wird ein PvPler geschlagen von einem fetten Zombie. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, der hat mich kurz gesehen. Oh geil, mich hat auch was gesehen. Und nur so ein kleiner Schreipenner. Ja, ein PvPler hat mich gerade gesehen. Achso. Mich hat so ein Löwenviech gesehen. Ah, er springt mich an, ey. Ich werde hier einfach ganz außen entlang laufen. Hoffentlich hat er nicht dieselbe Idee. Level 2 jetzt. Okay. Ja, noch ein Stück. Was ist denn das? Liegt da was? Ne. Naja, einfach mal ein bisschen schleichen und sich ruhig verhalten. Habe ich schon ein bisschen live verloren. Das regt mich jetzt auf. Jetzt hat mich der Penner voll geschlagen, dieses Kackcode-Viech. Aber diese... Oh, da hinten liegt was. Ah ne, das ist meine Sichtweite, die sich da langsam... die man sieht. Scheint... Kurz auf die Karte schauen. Oh, ich laufe auch total verkehrt. Egal, ich laufe jetzt hier durchs Gebäude durch. Aber ich musste ja eigentlich einen weiten Bogen laufen, weil ich dem jetzt nicht unbedingt über den Weg laufen wollte. Mhm. Okay. Jetzt bin ich hier in einem Gebäude. Hier liegt ein bisschen Kaugummi. Da hinten ist eine Absturzstelle, da renne ich jetzt auch nochmal schnell hin. Das ist eh in Richtung, deine Richtung. Warum kann ich das nicht aufheben? Das leuchtet hier vor sich hin, aber ich kann es nicht aufheben. Manchmal muss man einfach die Ding verändern, die Entfernung oder den Winkel, wie man es aufheben will. Brechstange. Nice. Oh fuck, da kommt ein Viech genau auf mich zu gehoppt. Hoppelt. Wie so ein Häschen. Gebunnyhoppt. Ist der fucking Bunnyhoppe, you know? Jetzt schreit er in so ein Auto rein. Oh. Nein, der hoppt mich doch jetzt nicht an, der Penner. Geh weg. Aha. Go away, bitch. Go away, please. Ich könnte meinen Skill, meinen Block-Skill jetzt aber auch testen an dem. Wenn du Level 2 bist, mach am besten investiere in den Block-Skill zum Blocken. Was bringt das, wann block ich? Blockt er automatisch oder? Nee, mit Rechtsklick kannst du einfach dann die Hände so vor dein Gesicht praktisch nehmen. Ich denke, das minimiert einfach dann den Schaden. Ich hab Chips gefunden. Chips. Ich habe gute Chips. Gefunden. Ich renne gerade durch ein Gebäude. Oh fuck, mich hat ein riesiges Viech gesehen, ich bin hin. Oh Gott. Oh nein, no. Jonathan. Jonny Knoxville.